Omi, herzlichen Glückwunsch zum 35. Jubiläum. Mach weiter so. Wir alle wünschen dir noch viel Spaß und Erfolg für die nächsten 35 Jahre. Bin gespannt, wo führt's mich hin? Ich bin voll Adrenalin. Und mein Herz, das klopft mir hörbar bis zum Hals. So, wenn man 35-jähriges Bühnenjubiläum feiert, dachte ich eigentlich, man müsste sich älter fühlen, aber das tue ich eigentlich gar nicht. Ich fühle mich jünger, als ich mich fühlen müsste und irgendwie auch jünger, wie mein Spiegel mir vorgibt. Hallo! Hey! Das Jubiläumsprogramm zu meinem 35. Bühnenjubiläum heißt Reizend. Eigentlich heißt es, ups, schon 35, Fragezeichen, Ausrufezeichen, reizend. Alter, ist doch nur eine Zahl, oder? Man ist doch immer nur so alt, wie das Gegenüber sich anfühlt. Ich bin, weil Premiere ist, natürlich extrem aufgeregt. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich gerade auf 11. Denk ich an dich, seh ich mich, und mir kommt in den Sinn, mir geht's gut. Man kommt hier rein und sieht diese Bühne, wie sie einfach nur strahlt und leuchtet. Das ist echt der Wahnsinn. Schöne LED-Wand, schöne Effekte. Ich mag die Witze unfassbar gerne. Ich habe so viel Disziplin im Ranzen. Jeden Morgen um 5:30 stehe ich auf, ganz egal wie spät es ist. 4 Wochen lang spiele ich solo, also den ganzen August durch. Und dann 2 Wochen mit Schwester Bärbel und Tobias Becker. Da gibt es ein komplett anderes Programm. Eine bunte Mischung aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson. Sah die Menschen den Kopf verlieren, die spiele jeden Nacht. Also für die nächsten 35 Jahre nehme ich mir natürlich viel vor, dass ich noch mindestens 35 Jahre weitermache. Und egal, zur Not schiebt mich irgendein Zivi, ein Bufti, dann mit dem Rollstuhl auf die Bühne. Ich wechsle nur noch die Decken, ich bin da sehr flexibel. Doch die Erinnerung bleibt. Doch die Erinnerung bleibt.